Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge in der Reihe Time to Talk, politische Jugendbildung 2022. Wir wollen uns heute einem spannenden Thema widmen, Heldinnen. Und wir werden darüber wie gewohnt mit Expertinnen und vor allem miteinander sprechen. Mein Name ist Alexander Tam. Meine Heldentat heute ist, diesen Talk zu moderieren. Und was ich sonst mache, finden Sie bei cosmopolis.org. Ich stelle Ihnen gleich noch meine ExpertInnen zum Thema HeldInnen vor. Zunächst noch ein paar organisatorische Vorbemerkungen. Die Web-Talk-Reihe Time to Talk, politische Jugendbildung 2022, wird von der Zentralstelle für politische Jugendbildung im Deutschen Volkshochschulverband organisiert und aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Ja, heute ist der dritte von insgesamt sechs Web-Talks. Die anderen haben Sie auf YouTube oder live gesehen und finden Sie auch weiterhin auf der Webseite. Ja, jetzt zu meinen drei Expertinnen und ich fange an mit Frau Professorin Dr. Franziska Martensen. Hallo, Frau Martensen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind zeitgenössische Menschenrechtstheorie, Geschichte der Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit, radikale Demokratietheorie. Dazu ist auch ein Handbuch erschienen, das sie mit Kolleginnen im Surkamp Verlag herausgegeben hat. Alle, die sich über die Schlagworte zu radikalen Demokratietheorien informieren wollen, da kann man nachschauen. Und sie ist hier, weil sie 2013 einen Beitrag veröffentlicht hat, Pro und Contra brauchen wir Heroen. Und sie ist eher skeptisch und argumentiert für eine neue Notwendigkeit von Rebellen des Alltags. Hallo, Frau Martensen. So, ja, jetzt klappt auch die Technik. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch, dass Sie bei uns sind. Bei uns ist auch Dieter Thome und er ist Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Und er war Fellow und Gastdozent an zahlreichen Universitäten im In- und Ausland, unter anderem Max-Weber-Kolleg in Erfurt und Yale. Und er ist Sozialphilosoph, Ethik, Kulturphilosophie, politische Philosophie und er äußert sich gerne öffentlich und in zahlreichen Artikeln. Veröffentlichte 2019 das Buch Warum Demokratien Heldinnen brauchen, Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus und ein Essay Demokratie braucht Helden. Also umfassend dazu geschrieben, freue mich, dass wir heute drüber sprechen. Hallo, Herr Thome. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich auch. Ja, und mit uns ist auch Peter Adrian E. Kral. Peter Kral ist Theaterschaffender und Künstler und hat davor Germanistik und Philosophie studiert. Er ist Künstler im Landesprogramm NRW Kultur und Schule. Und seit 2019 hat er als Kursleiter einen Talentcampus aus dem Programm Kultur macht stark an der VHS Castrop-Rauxel umgesetzt. Ja, und Kultur und Helden, da gibt es viel Zusammenhänge. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Herr Kral. Hallo. Ja, und wir wollen ja heute über Heldinnen und Helden sprechen. Und meine erste Frage wäre jetzt an Sie als unsere Expertinnen zu diesem Thema. Wer sind denn oder wer ist Ihre persönliche Heldin, Ihr persönlicher Held? Und liebe Zuschauende, Sie können das auch über einen Link, der im Chat kommt, auch mit uns teilen. Wir sammeln das ein bisschen. Wer sind eigentlich die Heldinnen, die Helden, die uns inspirieren? Frau Martensen. Ja, Sie hatten ja schon angekündigt, dass ich dieser Frage ein wenig skeptischer gegenüberstehe als vielleicht andere hier im Raum. Also ich habe tatsächlich mal in meiner Jugend eine Heldin gehabt und da fängt es nämlich schon an. Also für eine weibliche Jugendliche, die auf der Suche nach Identifikation war oder immer noch ist, aber jugendlich bin ich jetzt nicht mehr, war das ein bisschen schwierig. Und ich habe aber tatsächlich in der Geschichte zum Beispiel eine Frauenfigur Rosa Luxemburg, ja, ist jetzt nicht so originell, aber das hat mich sehr fasziniert, dass sie so schon als Jugendliche sehr rebellisch war. Das war ich damals auch. Also ich habe an der Schule durchaus da auch mich gegen Lehrerinnen aufgelehnt und so. Und ich glaube, das hat mir irgendwie so gefallen. Aber
Ich habe irgendwie gleich auch gemerkt, das ist schon jetzt auch eine Ausnahmeerscheinung. Verglichen habe ich mich mit ihr nicht und irgendwie war das später in meinem Leben kein Thema mehr. Und das mag jetzt meine persönliche Haltung sein, dass ich vielleicht nicht so leicht empfänglich bin für dieses Heroische. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber in der Tat ja, fällt es mir so ein bisschen schwer, andere so in diesem Heldinnenhaften zu sehen. Denn ich habe dann, je mehr ich mich mit zum Beispiel Rosa Luxemburg beschäftigt habe, auch gesehen, dass dieses Heldenhafte ja auch einen ganz hohen Preis hat und dass vielleicht ihr Leben, über das sie sehr schön geschrieben hat und das, glaube ich, auch sehr glückliche Momente hatte, aber dass das ein Leben war, das ich jetzt nicht unbedingt teilen wollte, und zwar auch wegen der äußeren Umstände. Also sie hat sich ja heldinnenhaft einfach gegen Unterdrückung auseinandersetzen müssen und dagegen kämpfen müssen. Und ja, da denke ich, dass wir in Demokratien eigentlich andere Aufgaben haben, sofern wir in einer Demokratie leben, natürlich. Okay, ja, und über das Leben und die Herausforderungen für Heldinnen der Jetztzeit sozusagen kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen. Herr Krahl, wer ist Ihr Held, Ihre Heldin? Also ich habe eher immer so temporäre Helden gehabt. Jetzt so einen durchgehenden wie Rosa Luxemburg habe ich nicht vorzuweisen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, weil ich ein paar meiner Helden tatsächlich kennengelernt habe, die sich dann zum Teil doch sehr entzaubert haben. Das macht meine Einstellung zu dem Thema jetzt im Alter auch etwas kritisch. Mhm. Anspruch Helden. Schön, wenn man sie kennenlernen kann. Ja, sie noch leben, ja. Ja, nicht immer schön, das ist das Problem. Ja. Herr Thome, haben Sie einen Held, eine Heldin? Ich habe ja nicht so große Berührungsängste mit Heldinnen und Helden wie offenbar meine Vorrednerin und mein Vorredner. Insofern bin ich da auch gar nicht sozusagen am Rumdrucksen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so Heldenphasen gibt, dass natürlich jüngere Menschen mehr nach Helden suchen als Ältere. Vielleicht ist es aber auch ein schlechtes Zeichen für Ältere, wenn sie denken, sie sind schon selber so toll, dass sie zu niemandem aufblicken müssen. Aber ich will jetzt ja die Frage beantworten, sonst werden sie wütend, Herr Tam. Also ich habe auch eine Rosa, nämlich Rosa Parks. 1. Dezember 1955, Montgomery, Alabama. Eine junge schwarze Frau sitzt im Bus und steht nicht auf und macht dem weißen Passagier nicht Platz und löst damit mit anderen natürlich die amerikanische Bürgerrechtsbewegung aus. Und daran merkt man, dass es solche Symbolfiguren manchmal auch braucht und dass die inspirierend wirken. Natürlich jetzt tatsächlich nicht unbedingt direkt für mich, weil ich nicht das, brutal gesagt, nicht das gleiche Problem habe. Aber es geht ja nicht um die Inhalte nur von der damaligen Geschichte mit der Unterdrückung der Schwarzen, die ja immer noch ein Thema ist, sondern es geht um die Geisteshaltung. Und deshalb habe ich sie auch ausgesucht, weil sie den schönsten Satz geschrieben hat, gesagt hat in einem Gespräch, den ich zu dem Thema gelesen habe. Sie hat nämlich gesagt, ich fühlte in dem Moment eine Entschlossenheit, die mich wie eine warme Decke in einer Winternacht einhüllte. Das finde ich großartig. Darüber will ich jetzt aber, könnte ich jetzt lange reden, aber ich bin jetzt ganz schnell ruhig. Nein, nein, bitte nicht. Wir haben hier noch 35 Minuten mindestens, die wir miteinander sprechen wollen. Aber vielen Dank. Auch danke, dass Sie auch schon gezeigt haben, wie unterschiedlich Sie auf das Thema der Helden und der Helden schauen. Denn darüber wollen wir auch hier ins Gespräch kommen und besonders eben mit dem Blick auf die politische Jugendbildung. Denn das haben wir jetzt, habe ich jetzt auch schon ein bisschen rausgehört, dass das Bild des Helden oder der Heldin ändert sich ja auch mit jeder Generation und auch in unserer Gesellschaft und den Zeitumständen entsprechend. Vielleicht können wir schon mal gucken, ob wir im Slido ein paar Einträge haben, um da noch ein paar Namen zu sehen zum Thema, wer ist mein Held, meine Heldin? Und hier haben wir auf jeden Fall fünf Namen: Großeltern, Papa,
Inisa Amani, das bitte gerne nochmal auch mit einem Link. Man kennt ja auch nicht immer alle Menschen. Simone de Beauvoir, Hank Green und Edward Snowden. Würde ich spätestens bei Edward Snowden auch sagen, Heldinnen sind auch nicht immer für alle Helden. Da gibt es bestimmt auch sozusagen eben diese Disparitäten. Aber das finde ich sehr spannend zu sehen, wen Sie hier zusammengebracht haben. Vielen Dank für das Slido. Dann wollen wir nochmal, wir haben uns ja 4 Themenblöcke vorgenommen. Also welche Vorbilder sind für Jugendliche heutzutage eigentlich relevant? Wie ist das Thema Diversität bei dem Thema Heldinnen und Helden? Ja, was bedeutet es, wenn wir diese Menschen überhöhen? Sie haben das ja schon auch beschrieben, Herr Krahl, diese Enttäuschung, wenn man Heldinnen oder Helden trifft. Aber was macht das auch mit denen? Und weil wir ja hier für die Volkshochschulen und politische Jugendbildung tätig sind, auch so ein bisschen vielleicht noch einen Austausch finden über Empfehlungen, wie man das Thema dort sich ordentlich mit auseinandersetzen kann. Am Anfang, und das habe ich in der Vorbereitung noch mal gemerkt, so ja, so ein bisschen, wo ist denn die Grenze auch, wenn wir den Begriff der Heldin des Helds noch mal beschreiben? Und meine Frage wäre erstmal so eine definitorische, wo ist denn da der Unterschied zwischen Held, Idol, Vorbild, Rollenmodell? Kann man das so unterscheiden? Hängt es auch vielleicht von den Umständen ab? Ne? Schwierige Zeiten bringen mehr Heldinnen hervor. Kann man das überhaupt so sagen? Und da würde ich gerne mit Herrn Krahl mal anfangen, bevor wir in die politische Theorie mit Herrn Thumme und Frau Martensen eintauchen. Herr Krahl, in der Kunst lebt ja von Heldinnen und Helden. Meistens muss irgendjemand sterben, aber viele gewinnen dann auch und werden dafür gefeiert. Wie ist das da definiert, auch mit dem, warum man das so geschrieben hat? Wurden Heldinnen geschaffen für Rollenmodelle oder wie ordnen Sie das ein? Also ich denke, dass das schon auch aus einem Bedürfnis der Menschen oder in diesem Fall dann bei uns die Zuschauer oder des Lesers heraus resultiert, dass man eine Identifikationsfigur sucht. Also eine Geschichte funktioniert nur, wenn ich eine Figur habe, mit der ich mich identifizieren kann, wenn diese ein Problem hat und ein Antagonist vorhanden ist, wie das auch immer aussieht. Das sind eigentlich so die 3 Grundbausteine und alles andere kommt dann irgendwie dazu. Und ohne funktioniert es nicht und interessiert uns nicht und die Zuschauer nicht. Mhm. Und Herr Thumme, ich fand es interessant, bei Ihnen auch zu lesen, wir brauchen in den Demokratien Heldinnen und Helden. Sind das dann unsere Vorbilder, damit wir wissen, wie eine Demokratie funktioniert? Oder ist das einfach ein Rollenmodell, um einen gesellschaftlichen Pfad drin zu haben, wie eine Demokratie funktioniert? Ja, klitzekleine Auslegeordnung für Idol, Vorbild und Held. Ein Vorbild macht was ganz Besonderes und inspiriert damit andere Leute. Ein Held macht was ganz Besonderes und inspiriert damit andere Leute, entspricht insoweit dem Vorbild, aber es kommt noch eine Extrawurst sozusagen dazu und das ist die Gefahr, die beim Vorbild in dieser Form nicht existiert. Das heißt, die Gefahr, ausgeschlossen zu werden, sozialen Tod zu leiden, physisches Leid zu leiden, physischen Tod zu erleiden und dass man im Wissen darum, dass man sich selbst in Gefahr bringt, anderen etwas tut, was idealerweise anderen oder der Menschheit hilft und sie voranbringt. Das ist deshalb muss man, glaube ich, Vorbild und Held unterscheiden, deshalb gibt es auch mehr Vorbilder als Helden und deshalb sind Helden natürlich eher gefragt, wie Sie gesagt haben, in Zeiten, in denen es ein bisschen stürmisch wird, ja, denn ohne Sturm ist dieses Gefahrenmoment im weitesten Sinne ja natürlich auch nicht da. Idol, weil Sie das Stichwort auch benutzt haben, scheint mir wiederum zu unterscheidbar von Vorbild und Held, dass da das Imaginäre viel stärker reinkommt, also dass das auch so eine Art Fantasiererei damit ins Spiel kommt, dass Menschen
sich natürlich auch Idole viel leichter basteln können, als sie sich Vorbilder oder Helden basteln können, wo dieses Element schon auch ein bisschen dabei ist. Man malt sich das so aus, aber beim Idol ist doch irgendwie die ganze Sache sehr weit entfernt und zum Teil auch einfach auch eine große Fantasie. Also das so als kleine Auslegeordnung für Sie. Ja, vielen Dank. Und Frau Martinsen, Sie sind ja auch mit dem Begriff des Helden und plädieren ja für Rebellen des Alltags. Wo liegt da die Gefahr, wenn wir jetzt Herrn Thome folgen mit seiner Definition von Heldinnen und Helden? Ja, also erstmal teile ich die Diagnose und von Herrn Thome. Also da sind wir, glaube ich, gar nicht weit auseinander. Und ich würde auch sagen, das lassen wir das Idol beiseite, dass wir bei den Heldinnen und den Vorbildern immer so ein bisschen schauen müssen, was wir eigentlich da auch so ein wenig hineinlesen. Es ist ja unzweifelhaft, dass die Aktivitäten, also gerade Rosa Parks, ja, dass die enorm wichtig sind, gerade in Zeiten, die nicht nur stürmisch sind, sondern wo einfach eklatante Unrechtsstrukturen herrschen und dass da eben Mitmachen keine Option ist, aber viele machen mit, ja, oder zweifeln nicht an. Und da sind die Einzelnen, die sich dann eben den Ruck geben oder die vielleicht einfach nicht anders können, ja, die sind natürlich insofern Vorbilder, auf jeden Fall, und sie sollen auch inspirieren. Und bei Heldinnen habe ich immer so ein bisschen die Bauchschmerzen. Also wir haben jetzt hier in diesem Kreis Frauen, wir haben diverse Frauen, ja, also eine schwarze Frau, eine Frau, also eine Jüdin aus der Geschichte jetzt benannt. Aber ich glaube, dass im gesellschaftlichen Diskurs immer noch auch ein sehr stark männlich geprägtes Heldenbild so herrscht, ja. Und kann ich nicht aus meiner Haut als Feministin, dass ich da dann schon auch immer so ein bisschen dann eher von Rollenbildern sprechen würde. Und ob wir dann das eine symbolisch aufladen und auch zu Recht, also ich streite das gar nicht ab, dass das auch eine ganz hohe, gerade auch im besten Sinne, ja, einen Nachahmungseffekt dann haben kann, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich finde schon, dass wir in einer Gesellschaft, wenn sie dann sich den Unterdrückungszusammenhängen auch stellen will und diese auch abbauen will, dass wir uns dann eigentlich unter Gleichen befinden sollten und dass dann Vorbilder vielleicht nicht dieses überhöhende Moment haben müssen, ja. Es kann sein, dass es für die Psychologie so nötig ist. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist nicht mein Gebiet. Ich glaube aber, dass es auch ohne geht und dass wir vielleicht uns mehr darauf konzentrieren sollten, wo wir alle gefordert sind und nicht nur die herausragenden Handelnden. Und insofern meine ich jetzt, kann Rebellinentum auch in ganz kleinen Dingen stattfinden. Und die kann, glaube ich, jede und jeder leisten. Da braucht es sozusagen gar nicht erst diese Zutat der Besonderheit oder des besonderen Mutes. Ich spreche aber ganz, das vielleicht, um das deutlich zu machen, ich spreche jetzt von funktionierenden Demokratien. In allen Zeiten, wo das nicht der Fall ist, da braucht es natürlich den Mut. Und da ist natürlich auch gar keine Gefahr, dass jetzt diese Heldinnen irgendwie überhöht werden, weil es dann diese Personen ja unabdingbar braucht. Ja, und wenn wir jetzt, wir sprechen ja auch über politische Jugendbildung, wenn wir jetzt das mal nochmal fokussieren nach dieser allgemeinen Einordnung auf die Jugendlichen und wie die sich auch ihre Heldinnen und Helden schaffen, wie die dazu werden. Wenn wir jetzt gucken, zum Beispiel Greta Thunberg, also natürlich ist die inzwischen so angegriffen, dass man sagen würde, laut Definition ist sie auch einer Gefahr ausgesetzt. Aber sind es diese Heldinnen, die die Jugend geschaffen hat oder die sozusagen die Erwachsenenwelt dann für die Jugendlichen geschaffen hat? Da finde ich es interessant, wie Sie das aus Ihrem Kontextenhaus erfahren, wie Heldinnen für Jugend überhaupt entstehen und wie die sich daran orientieren. Herr Kreil, Sie arbeiten ja direkt mit Jugendlichen zusammen. Fange ich mal mit Ihnen an. Ja, also natürlich ist es schon eine erwachsene Welt, die da viel anbietet. Aber ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten mit Internet, mit Podcasts, mit irgendwelchen Influencern, überhaupt erstmal die Auswahl an potenziellen Vorbildern oder Helden, wenn man es so nennen möchte, viel, viel größer ist. Und
Ja, also ich glaube, dass es so diesen Universalhelden, den die eine Hälfte gut findet und die andere Hälfte blöd findet oder nur blöd findet, weil sie die Hälfte blöd findet, die ihn gut finden, das verwischt sich immer mehr. Also ich glaube, es gibt nicht mehr, dass eine Jugendbewegung so einige klare Vorbilder hat, sondern es wird im Prinzip fächert es sich immer breiter. Und das habe ich auch in meinen Workshops gemerkt. Wenn man mit den Jugendlichen oder auch mit Kindern über Helden spricht, klar, kommen erstmal die Klischeevorstellungen, Superman, Batman, Spider-Man und dann kommt aber bei vielen sehr schnell der Gedanke, nee, das können ja auch Leute aus dem realen Leben sein und auch aus meinem realen Erfahrungshorizont. Und wie gesagt, also das habe ich das Gefühl, streut sich immer breiter, immer individueller. Da würde ich auch direkt eine Frage aus dem Chat aufnehmen und Ihnen geben, Frau Martinsen, und auch nochmal die Ermunterung über das Slido, werden mir die Fragen zugespielt. Und die erste Frage, die da kam, war auch, müssen Heldinnen immer öffentlich bekannt sein? Und wie ist das für Jugendliche? Definieren die sich auch mal Heldinnen, die sonst nicht unbedingt so groß sind, Frau Martinsen? Also das glaube ich schon und ich finde die Frage übrigens sehr gut. Herr Thomae wird dazu noch viel mehr also Fachwissen beisteuern können. Bei mir ist das jetzt erstmal nur eine Vermutung, weil ich ja seitdem jetzt meine Tochter mittlerweile auch erwachsen ist, vor allen Dingen mit jungen Menschen zu tun habe, die vielleicht ein kleines bisschen älter sind als die, mit denen Herr Kral so im Tagesgeschäft unterwegs ist. Das heißt, ich erfahre weniger darüber, wie sich jetzt Studierende, ja, die ja so dann 20 plus sind, wie die sich genau identifizieren. Aber wir haben ja im Beispiel auch gesehen, eventuell kann für eine Person ja der persönliche Held der Großvater oder der Vater sein oder die Mutter oder jemand aus der Klasse oder so, ja, also aus dem Klassenverband. Das heißt, oder eine vielleicht sogar eine literarische Figur, die gar nicht, ne, da wären wir eher beim Idol, aber die einen prägenden Eindruck macht und die Identifikationspotenzial bietet. Und das glaube ich, das ist ja, also wäre jetzt meine Einschätzung, das will ich auch gar nicht geringschätzen, dass Menschen sich gerade in der Entwicklung durchaus orientieren wollen und dass das eben nicht an abstrakten Begriffen wie jetzt irgendwie Staat oder also die Menschenrechte oder Vernunft funktioniert, sondern dass das personell mit Geschichte, also mit den Geschichten, die so eine Person transportiert. Von daher wäre es nicht für das Individuum wichtig, dass es eine bekannte Person ist. Ich glaube aber, dass also jetzt, wenn wir in Quantitäten sprechen, das wahrscheinlich doch sehr viel über die Medien, ja, die sozialen Medien geht und dass es dann doch insofern bekannte Personen sind. Und das hat seine Vor- und Nachteile, also auch für die Person selbst, weil wir gerade Greta Thunberg angesprochen haben. Sie ist, glaube ich, eine enorm wichtige Figur, also gerade auch, sonst wären gar nicht so viele SchülerInnen auf die Straße gegangen. Aber ob es für sie als Menschen, ja, ob dieser Heldinnen- und Idol-Status für sie so tragfähig ist. Das ist ja eine ganz andere, also das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Und als nächstes wollen wir ja auch nochmal auf das Thema der Diversität da eben gucken bei den Heldinnen. Aber Herr Thome, mich würde auch nochmal interessieren, wenn Sie sagen, die sind so wichtig für die Demokratie und wir sind ja auch politisch Jugendbildung. Kann man denn dann sozusagen lehrend Heldinnen schaffen für Jugendliche so? Schaut doch mal, also ich weiß nur aus meiner Zeit so, ne, die Gründer des Grundgesetzes. Ich weiß nicht, wie oft mein Geschichtslehrer versucht hat, das mir als die Heldinnen da rüberzubringen, hat nicht so richtig funktioniert. Also schon, ich bin überzeugt davon, aber nicht so, dass ich gedacht habe, das sind meine Heldinnen. Wie schafft man das, Demokratie-Heldinnen für Jugendliche zu schaffen oder schaffen die Jugendlichen sich das selbst? Also erstmal muss es natürlich ein Bedürfnis geben danach und dann muss man sich fragen, ob man das befriedigen will und wie man es befriedigt, wenn man denn drauf scharf ist. Zum Bedürfnis, ich würde sagen, also zum Bedürfnis der Jugendlichen nach Helden oder Heldinnen, ich würde sagen, in den Jugendlichen, ich war ja selber mal einer vor langer Zeit, schlagen zwei Herzen in einer Brust. Das eine ist, und das ist ja eine Entwicklung, die die Generationsforscher und Jugendforscher
stark betont haben in den letzten Jahrzehnten. Das eine ist, dass die Peer Groups immer wichtiger werden, also die horizontalen Bezüge zwischen Gleichaltrigen, und dass man sich eigentlich abkoppelt von denen, die älter sind, in einer anderen Weise als früher, wo das viel stärker, wenn man das so sagen kann, vertikal war. Also es gibt die Großen und die Kleinen. Damit hängt auch zusammen, dass die Eltern ja dann zum Teil selber Berufsjugendliche sein wollen und löchrige Jeans tragen und so tun, als wären sie selber Jugendliche. Das ist praktisch die eine Seite. Also die, und in dem Maße gibt es natürlich einen gewissen negativen Effekt gegen herausgehobene Persönlichkeiten, weil ja eigentlich alle sich in der Peergroup bewegen. Das andere ist, und das ist das zweite Herz in der Brust des Jugendlichen, würde ich behaupten, ist, dass es wirklich ein tief sitzendes Gefühl Gefühl gibt, dass man irgendwie unterwegs ist. Also diese Peergroup-Geschichte hat was Verlogenes. Also jedenfalls ist es nur die halbe Wahrheit, weil vor allen Dingen, wenn man meinetwegen kleiner ist, dann 12 ist oder so, ja, dann ist natürlich ganz stark das Gefühl, oh, da gibt's ganz viele Dinge, die ich nicht kann. Und dann orientiert man sich an Größeren. Und dann in der Pubertät wird es dann so eine Art Zwiespalt, dann wendet man sich gegen die eigenen Größeren, sozusagen die Eltern. Aber oft tut man das, indem man gleichzeitig andere, Jimi Hendrix früher oder wen auch immer heute, indem man andere heranzieht, die man sozusagen als bessere Eltern, ideelle Eltern aussucht. Das heißt, ich würde sagen, insofern gibt es ein Bedürfnis bei den Jugendlichen. Und wie befriedigt man das jetzt? Ich glaube, dass es wahrscheinlich gut ist, verzeihen Sie, dass ich jetzt ein bisschen abseitiges Beispiel bringe, dass es auch lehrreich sein kann, zu schauen, wie ist es eigentlich den Heldinnen und Helden so ergangen. Und mein Beispiel in dem Zusammenhang, bitte erschrecken Sie nicht, ist Wonder Woman. Also keine wirkliche Heldin, sondern eine fiktive Heldin, die aber natürlich oft auch ihr Eigenleben entwickelt. Das ist natürlich was diese Superhelden-Thematik ist für die Jugendlichen sowieso ein Riesenthema. Und wenn man dann schaut, was kann man eigentlich mit Wonder Woman anfangen, stellt man plötzlich fest, dass es nicht nur jetzt die Hollywood-Filme, die zwei gibt, die jetzt vor kurzem erschienen sind, sondern dass Wonder Woman von einem feministischen Pärchen in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs erfunden wurde, eigentlich sogar von einer Ménage à Trois, aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, richtig feministisch, auch der Mann, dass das eben als Gegenmodell zu Superman entwickelt wurde. Ist es in den 50er Jahren, ist die Wonder Woman sozusagen domestiziert worden und wurde zur Hausfrau, die eigentlich dauernd nur heiraten will und dann aus Versehen manchmal noch irgendwelche Heldentaten vollzieht. Dann haben sich die Feministinnen in den 70er Jahren untereinander heftigst in Amerika gestritten um die Frage, ist jetzt Wonder Woman eine Figur, die wir sozusagen aufs Podest stellen wollen, oder ist sie ein Sexsymbol für die Männer? Das war aber ein Streit innerhalb des Feminismus, wohlgemerkt. Mhm. Sie sehen also, um die lange Geschichte kurz zu machen, man kann dann plötzlich sehen, dass man, wie man verschiedene Seiten einer Person hochjagt sozusagen und wie dann Bewunderung ausgelöst wird und wie eine Person dann für Jugendliche heute auch verschiedene Identifikationsangebote macht. Und daran zeigt sich, die ganze Gesellschaft spiegelt sich eigentlich in solchen Figuren. Okay, und falls Sie jetzt bei YouTube dabei sind, wir haben ja nicht das Seminar zu Comics und Cartoons, weil ich auf das Bild von Herrn Kral gucke, aber ich finde das Beispiel Wonder Woman insofern interessant, weil ich würde gerne den nächsten Themenblock anfangen, das Thema Diversität. Also wie kriegen wir Diversität bei Vorbildern und Heldinnen und Helden hin? Und was Sie jetzt gerade mit Wonder Woman beschrieben haben, ist ja auch so ein bisschen, wer definiert das denn am Ende dann auch und wo kriegen sie einen Platz? Und ich musste sofort denken an die neue, diese neue Generation von Hollywood-Blockbustern, die komplett schwarz besetzt sind, wo afrikanische Helden Geschichten erzählt werden, wie man da versucht einzutreten. Da würde ich jetzt erstmal mit Ihnen, Frau Martensen, und dann mit Herrn Kral, erstmal Frau Martensen, wie kriegen wir die Heldinnen
diverser, so wie Sie es ja vorhin schon gesagt haben, auch Rollenvorbilder, vielleicht Alltagshelden. Aber ich würde jetzt auch mal wirklich gerne Diversität im Sinne von Ethnien und Altersgruppen und so weiter. Also ich glaube, der allererste Schritt ist, dass man einfach genau hinschaut, wo es abseits vom weißen, ich überspitze jetzt absichtlich, ja, vom weißen, männlichen Supermann einfach Figuren gibt, also reale oder fiktive in der Literatur und auch da, ne, das ist, was definieren wir als Kanon und wo gibt es abseits davon vielleicht diese Figuren, die dann eben anders sind, die vielleicht nicht sexy sind, die vielleicht nicht weiß sind, die vielleicht gar kein zuzuordnendes Geschlecht haben und trotzdem, die vielleicht sogar zerbrechlich sind. Also ich glaube, dass gerade auch unter Jugendlichen, das hat ja auch mal so wellenartige Entwicklungen, aber das, es gab schon mal in den 90ern auch ganz stark so dieses eher den Anti-Helden sozusagen, ja, oder die, das waren dann vor allen Dingen Männer, also aus der Rock- und Popmusik, wo also eher diejenigen, die gar nicht dieses Hollywood Image verkörpern oder das Erfolgsmodell, also abgesehen davon, dass sie natürlich schon bekannt waren, aber die Zerbrechlichen, die vielleicht auch psychisch nicht allem standhalten und auch an Strukturen zerbrechen können. Also eben nicht nur die glorreich aus solch einer herausfordernden Geschichte herausgehen. Und ich glaube, dass das auch, das sagte ja auch schon Herr Krahl, dass das sehr vielfältig geworden ist. Also das ist vielleicht gar nicht mehr die Figuren, die eine ganze Gesellschaft kennt, ja, das kann Herr Thome für seine Generation sicherlich benennen und Herr Krahl und ich für meine, aber das trifft, also das merke ich auch an meiner Tochter, das trifft für die jetzt folgenden Generationen gar nicht mehr so zu. Das hat auch was damit zu tun, dass so Institutionen wie Fernsehen und auch Literatur nicht mehr so monopolistisch organisiert sind und anders wahrgenommen werden. Und dieses, was kommt von unten, um es jetzt mal so ein bisschen polemisch zu sagen, was kommen da eigentlich für vielfältige Figuren hervor? Und da ist die Bandbreite, glaube ich, sehr breit geworden. Ob sie dann auch so sozusagen von den Älteren, von den schon Etablierten auch so wahrgenommen werden, ja, das ist nochmal eine andere Frage. Also greifen diese Diskurse über Generationen hinweg? Das, glaube ich, ist nicht immer der Fall, aber es gibt sie. Also selbstverständlich gibt es die diversen Heldinnen. Die Frage ist nur immer, ob man ihnen auch den Heldinnenstatus dann zuweisen will, ja. Danke. Und ich schaue auch immer wieder in das Slido. Also schreiben Sie da gerne Ihre Fragen rein und voten Sie die auch nach oben. Ich gucke gleich nochmal rein, wenn ich nämlich Herrn Krahl gefragt habe, Sie haben eine Inszenierung gemacht, da haben Sie Wilhelm Tell mit einer Frau besetzt. Und ich war neulich erst in der Schweiz und durfte an diesem magischen Ort vorbeilaufen. Und das sind dann so die Berge und das war. Und man sieht ja, ich nenne sie vorhin und ich frage mich, sagen Sie, sind das diese, wie nennt man sowas, Herausforderungen oder einfach mal was anders machen, dass auch so ein Heldinnenbild einfach so generell nochmal auf ein neues Niveau heben kann? Ja, denke ich schon. Also die Inszenierung, die Sie ansprechen, war explizit für 8. bis 10. Klasse gedacht. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das ist Literatur, die in der Schule gelesen wird. Das macht es dem Theater schon immer schwierig, weil da natürlich dann auch ein Vorbehalt der Jugendlichen besteht, weil das halt dann sozusagen als Verlängerung der Schule gedacht wird. Und dem wollten wir etwas entgegensetzen. Und wir wollten vor allen Dingen auch diesem Stück etwas entgegensetzen. Weil, wenn man es brutal formuliert, da ist jemand, der aus privatesten Gründen rumläuft, die Leute abknallt. Und das führt zu einem Hurra-Patriotismus, wo dann alle fröhlich in den Krieg ziehen. Und das sind zwei Punkte, die kann ich einfach nicht teilen. Und die muss ich als Regisseur, als Theatermacher hinterfragen. Und das war dann unser erster Ansatz, zu sagen, okay, wie brechen wir das? Aber dann eben, was die Heldenfigur eben auch angeht, wirklich auch damit zu spielen, mit den Erwartungshaltungen, beziehungsweise eben nicht dem Erfüllen der Erwartungshaltung. Und
Das haben wir im Vorgespräch auch. Wir hatten zwei Patenklassen, die die Produktion komplett begleitet haben, mit denen wir auch gearbeitet haben über einen längeren Zeitraum. Und da war eben auch dieses Thema, ja, kann Wilhelm Tell, könnte das auch eine Frau sein? Und zuerst schrien alle nein. Aber durch dieses Anstoßen des Gedankens kam dann irgendwann die Erkenntnis, ja, natürlich kann auch genauso gut eine Frau sein. Und ich glaube, das ist fürs Theater eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sind im Theater nicht dafür da, um Fragen zu beantworten. Wir sind dafür da, dass der Zuschauer, in diesem Fall der jugendliche Zuschauer, dazu gebracht wird, Fragen zu stellen. Und ich Ich habe glaube, eine das haben wir Frage mit dieser. im Chat. Ja. Ich habe eine Frage im Chat, die da jetzt gerade ganz gut dazu passt. Und Ja. zwar, ich sage immer Chat, ich meine den Slavio, Entschuldigung. Und die Frage war, ist es nicht kontraproduktiv, dass in Kriegszeiten immer wieder Soldaten, die ihre Heimat verteidigen, als Helden hervorgehoben werden? Wir wollen das jetzt nicht zu sehr, ne? Da sind wir gerade alle mit beschäftigt. Aber das finde ich eine interessante Frage vor dem, was Sie gesagt haben, Herr Kral. Und ich zum Beispiel folge den Queer Soldiers Ukraine. Das sind die queeren Soldatinnen und so, die dort sagen, wir gehen da auch raus und stehen sozusagen an der Waffe, aber in unserer queeren Identität. Und wir wollen auch so heldenhaft wahrgenommen werden. Können wir jetzt gerade in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, da sozusagen Heldenbild auch ja, nicht zurückfallen ins Alte und was Neues vielleicht prägen? Herr Thome. Ja, das ist eigentlich die Grundentscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Es gibt eine Kodierung, eine Art, ein Festnageln dieses Heldenbegriffs, vor allen Dingen in Deutschland, auf den Mann und auf den Krieger. In anderen Ländern ist es übrigens längst nicht so ausgeprägt. In Frankreich, in Amerika, die eine andere revolutionäre Tradition haben, ist es von vornherein durchaus anders, auch mit den Frauen und auch mit den politischen Helden, die eben und nicht den militärischen Helden. Aber wir haben natürlich diesen Salat, dieses Blutbad, das deutsche Blutbad und die unzähligen Annoncen, sie starben einen Heldentod, die im Zweiten Weltkrieg in den Zeitungen erschienen sind. Ich habe da viele angeschaut und da wird einem immer ganz schlecht, wenn diese 19-Jährigen dann ihren Heldentod sterben. Die drei Brüder Blücher am selben Tag in Kreta, 19, 20, 22, also man steht dann da, sie starben den Heldentod. Und jetzt ist natürlich die große Frage, okay, was macht man? Ist damit das Kind oder der Held in den Brunnen gefallen und begräbt man, lässt man ihn da begraben sozusagen in seinem Kriegsgrab. Und ich glaube eben, dass es falsch ist, weil aus zwei Gründen. Erstens, damit überlässt man einfach nicht nur den Helden, sondern auch die Sehnsucht, die sich auf ihn richtet, eben den Putins und Donald Trumps dieser Welt. Man lässt einfach diese Flanke offen sozusagen zum Missbrauch. Und zweitens glaube ich, dass es eben durchaus, und da unterscheide ich mich sicher von Ihnen beiden sozusagen, ich glaube, dass es durchaus auch eine produktive Funktion geben kann für solche Figuren. Aber dann eben nur, wenn man nicht diesen Kurzschluss da auf diesen Kurzschluss reinfällt, dass es ein, dass es, wenn das, wenn von Helden die Rede ist, immer nur von Sie haben die Diversität angesprochen, Menschen eines Geschlechts und einer bestimmten Hautfarbe, die Rede ist. Und wenn wir jetzt über dieses schreckliche Schlamassel sprechen, in dem wir gerade stecken in Europa, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber ich will einfach darauf hinweisen, dass da natürlich auch heldenhafte Dinge passieren im zivilen Bereich, also in den Städten, wo überlebt wird, man hört die Geschichten, Kranke werden rausgebracht unter Einsatz des Lebens und so weiter. Das heißt also, gerade diese Geschichte ist eigentlich auch Anlass, über nicht nur militärisches Heldentum zu denken und nachzudenken. Und ich finde auch die Fixierung ein bisschen kurios. Also, dass da ganz, wenn man jetzt über Helden redet, dann kommt sofort die Griechenfrage, ja, bist du jetzt für, also steigst du jetzt ins Auto und bringst die Waffen in die Ukraine oder so? Es gibt eben verschiedene Varianten des Heldentums.
Und ich glaube, die, Frau Mertensen, ich wollte Sie jetzt direkt fragen, also die erfahren wir ja auch im Moment so ein bisschen, auch so dieses bei der zivilen Hilfe, wo ja auch gesagt, mach dich jetzt mal nicht sozusagen selber zum Held und fahr mit deinem Auto an die Grenze, sondern schau mal, wo man eben in seiner Wirkungswelt, die man vielleicht auch Alltag nennen kann, seine Heldin, sein Held sein kann. Ja, ich wollte gerade, also ich finde das alles sehr, sehr bedenkenswert und ich habe ja auch jetzt kein Gegenkonzept, sodass ich sagen würde, wir müssen die Heldinnen und Heldinnen, die müssen wir unbedingt jetzt ad acta legen und wir begegnen uns jetzt nur noch als Gleiche und die Asymmetrien sind dann automatisch nicht mehr da. Das wäre ja völlig naiv. Trotzdem frage ich mich, das, was Sie beschrieben haben, da werden ja auch, also d'accord, dass wir auf keinen Fall dieses kriegerische Heldentum meinen, aber warum brauchen wir dann sozusagen die Semantik? Ja, warum brauchen wir immer wieder dieses Anrufen, dann wir deuten dann ja etwas um, ne? Etwas, was eigentlich menschlich oder demokratisch oder friedensschaffend ist, wird dann zu etwas Heroischem. Und da frage ich mich immer, kann man diese Logik nicht durchbrechen? Ja, und dann ist es vielleicht ein bisschen langweilig und so ein bisschen mühsam, ne? Weil dann ja alle gefragt sind und eben nicht nur diese herausragenden Personen. Und das ist jetzt so ein bisschen utopisch gedacht, aber das wäre ja schon so die Hoffnung, dass einfach alle, ja, alle Zivilgesellschaft sich gegen Krieg stellen, alle gegen Diskriminierung und oder zumindest die Mehrheit, ja, und dass diejenigen, die auf ihren polternden, waffenschwenkenden Helden irgendwie bestehen, und es müssen ja gar nicht Kriegswaffen sein, ne? Es kann ja auch einfach toxische Männlichkeit, kann sich ja woanders auch zeigen, dass die in der Minderheit sind. Und deswegen habe ich immer so meine Bauchschmerzen mit diesen Begriffen. Aber wie gesagt, ich kann da nur die Mühen des demokratischen Alltags auch anbieten, dass wir einfach uns immer beteiligen müssen und oder dürfen. Und das ist natürlich dann grandios, wenn das auch mal im Theater stattfinden kann. Also weil Sie ja die Jugendbildung ansprachen. Es muss natürlich auch ein bisschen angenehm irgendwie sein. Das verstehe ich auch. Und dass man sich dann da vielleicht so ein bisschen eben in der Literatur oder in der Kunst auch so ein bisschen ausprobiert, das halte ich doch für zumindest sehr, sehr wichtig. Und dann kann man hinterher an der Uni oder an der Volkshochschule auch nochmal drüber reflektieren. Das wollte ich jetzt gerade fragen, Herr Krahl, weil es war auch im Slido eine Frage, so wie kann man da den Unterricht ändern, dass man vielleicht auch so ein bisschen so eine kritische Reflexion des Begriffs oder Revolutionsheldinnen und Helden stand da in der Frage. Was haben Sie Erfahrungen gemacht? Was lässt sich denn aus dem, was Sie am Theater mit Jugendlichen geleistet haben, sozusagen in den Umgang an der Schule oder sonstigen Bildungseinrichtungen eben wie den Volkshochschulen übertragen für den Dialog mit Jugendlichen über das Phänomen Held? Ja, also ich denke, wichtig ist wirklich das Hinterfragen. Also das kritische Hinterfragen. Und ja, also wenn ich jetzt da über ein Projekt nachdenken würde, was sich konkret damit auseinandersetzt, wäre es wirklich, okay, wer sind eure Helden? Haben die vielleicht auch eine negative Seite? Wie sehen die anderen das? Weil ich glaube, dass es auch zu jedem Held jemand gibt, der diese Figur nicht als Held sieht. Das ist sowohl in der Literatur als auch im wirklichen Leben, weil das Beispiel, was wir gerade hatten, es ist Krieg, wir sind alle gegen Krieg. Nein, wir sind nicht alle gegen Krieg. Es gibt Leute, die verdienen daran. Es gibt Leute, da sind wir wieder beim Hurra-Patriotismus, die fahren dahin und wollen mitkämpfen, aus welchen Gründen auch immer. Ob es nun eine politische Überzeugung oder das Testosteron ist, sei dahingestellt. Und ich denke, dass man, wenn man mit Jugendlichen zu so einem Thema arbeitet, dass man versuchen muss, wirklich beide Seiten der Medaille zu beleuchten und da dann letzten Endes einen Prozess in Gang setzt, dass die Jugendlichen sich ihre eigenen Gedanken bilden können. Und Herr Thoma, wie schafft man denn es zu vermeiden, Helden zu kreieren? Ne? Man macht das ja als Gesellschaft irgendwie dann doch zusammen, also weil nicht jede Heldentat schafft es, dass man öffentlich wahrgenommen wird, erzählt.
aber diese Heldinnen dann auch nicht zu überhöhen. Also da steckt ja auch eine Gefahr drin. Ja, also das Problem sehe ich ehrlich gesagt nicht im Moment, weil im Moment sehe ich eigentlich eher das, den Trend, dass alle diese Helden mit spitzen Fingern anfassen und vielleicht mal irgendwelche Medien jemanden hochjubeln, aber dann auch nur zu dem Zweck, um ihn dann möglichst schnell vom Podest zu holen wieder und dann doppelt zu verdienen sozusagen. Also ich verstehe sozusagen, dass sie sich jetzt Sorgen machen und dass sie vor Überhöhung waren und dass sie das alles reflektieren wollen und so weiter. Aber ich würde eigentlich den Spieß ein bisschen umdrehen wollen und würde sagen, wir müssen vielleicht auch ein bisschen auch mal mit unseren eigenen Reflexen, bei unseren eigenen Reflexen aufpassen. Was ist da eigentlich für eine Berührungsangst? Also ja, ist es zum Beispiel vielleicht so, dass wir alle, gerade in Deutschland, wie ich vorhin schon gesagt habe, diesen schrecklichen Rucksack haben, der den Heldenbegriff so ein bisschen eklig hat werden lassen. Und deshalb sind wir jetzt da in der Demokratie und denken, ah, wir sind ja alle gleich und dann soll niemand rausstehen, also lassen wir das mal sein. Also gibt es diesen Reflex, und was ist aber dann in den faktischen Herausforderungen einer Demokratie? Und Frau Martinsen hat vorhin den Ausdruck funktionierende Demokratie gebraucht, den ich nicht abkann, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass Demokratie nicht funktioniert. Das ist ein anderer Modus. Demokratie wird gelebt. Das meinen Sie ja auch. Aber man hört es wahnsinnig oft, wenn die Demokratie funktioniert, brauchen wir keine Helden. Nein, Demokratie ist nie so was wie ein Toaster oder wie ein VW-Käfer heizt und fährt und fährt und so, sondern sie ist auf die Menschen angewiesen. Also auch auf Situationen, wo irgendjemand in der Stadt mit 30% AfD-Wählern Bürgermeister ist, der dann den Katzenkot per Paket ins Haus geliefert kriegt und die Kinder werden angepöbelt und all das passiert und dann bleibst du im Amt oder bleibst du nicht. Ja, und wenn du dann im Amt bleibst, ist es nicht selbstverständlich. Und wenn wir jetzt sozusagen warm dauern vor der Überhöhung von Helden, würde ich einfach zur Gegenfrage einladen. Ist es auch mal gut so, dass wir unseren Reflex und diesen Antireflex ein bisschen bei der Garderobe abgeben, ein bisschen sozusagen beiseite legen und können ja immer wieder aktivieren und einfach schauen, ja, ist es nicht vielleicht manchmal so, dass wir verdammt nochmal darauf angewiesen sind, dass solche Leute dann was machen, was nicht alle machen? Und das wird immer so sein. Auch wenn ein Kind ertrinkt, werden nicht alle ins Wasser hüpfen wie bekloppt. Das ist auch gar nicht nötig. Ich merke Ihre Emotion bei dem Thema, aber wäre auch der zweite Teil meiner Frage gewesen zur Überhöhung. Denn es ist ja nicht so nur so, dann überhöhen wir, dann werden die zu groß, sondern was machen wir auch mit den Menschen, wenn wir sie so hoch machen? Also, und welche Ansprüche stellen Sie? Sie bringen Kommunalpolitikerinnen gerade als Beispiel, das wäre auch mein Beispiel gewesen. Selbst Kommunalpolitikerinnen dürfen sozusagen als Heldinnen der Demokratie in ihrem Ort ja praktisch nichts mehr machen, was sozusagen einem Heldenbild in all seiner Heiligkeit entspricht, ja. Also und werden auch gar nicht mehr dafür wahrgenommen, was sie auf sich nehmen. Sie haben gesagt, Rosa Parks, ich glaube, die warme Decke fühlen heute nicht so viele, die da unterwegs sind. Und wie kann man das auch, wenn wir jetzt drüber sprechen, an Volkshochschulen, in der politischen Jugendbildung, wie können wir da besser drüber in Dialog kommen? Und ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich ganz nah doch zusammen, Frau Martinsen und Herr Thumel. Schauen wir mal, aber wie sehen Sie das, Frau Martinsen? Ja, also ich meinte jetzt nicht diesen abgedroschenen Begriff von Demokratie, sondern genau das, wo demokratische Praxis da ist. Und dafür braucht es ja aber trotzdem auch sowas wie eine Verfassung und gewisse Institutionen. Ne? Sonst muss man jeden Tag wirklich immer um das ganz Existenzielle kämpfen, so wie jetzt zum Beispiel im Krieg. Das wollte ich nur zum Unterschied machen. Ich verstehe Ihren Punkt, dass Sie das als Reflex ansehen. Ich würde aber sagen, es ist noch nie wirklich mal probiert worden, aus diesen dann doch letztlich immer so ein bisschen hierarchisch gebliebenen Strukturen auszubrechen. Also und da brauchen wir das im Positiven wie im Negativen offensichtlich. Das war vor allen Dingen mein Punkt. Denn also wenn es so weit kommt, dass autoritätsgläubige Leute, und ich finde, das ist nicht so weit fern von der Heldenverehrung, also ich spitze jetzt immer zu, ja, wenn Autoritätsgläubige oder die einfach keinen Bock haben, sich zu engagieren und immer meinen, ne, dass irgendwie sie jetzt bedroht sind und so weiter, wenn diese Strukturen
nicht sozusagen anders möglich sind. Und ich glaube, dass das, gerade weil die Institutionen auch wenig Möglichkeit zur demokratischen Praxis geben, ja, dass vor diesem Hintergrund wir das einfach mal so grundsätzlich befragen sollten. Und jetzt natürlich sind diejenigen, die sich dem Mob da stellen und den diskriminierenden und menschenverachtenden Leuten entgegenstellen, die haben meine Hochachtung, ganz klar, ja. Aber ich glaube, wir sollten irgendwie es schaffen, dass einfach es gar nicht so weit kommen kann, dass so viele, die Demokratie verachten, so viel Macht bekommen können. Ja, und dafür meine ich, braucht es eben mehr als einfach nur Helden. Das müssen wir irgendwie in jeder Minute im Grunde genommen leisten. Und das ist oft einfach auch sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr langweilig und sehr, sehr Sitzfleisch erfordernd. Und das schreckt ja auch eben deswegen so viele Leute ab. Und also ich wohne zwar nicht in Nordrhein-Westfalen, ich habe da nicht gewählt, aber ich arbeite in Nordrhein-Westfalen. Und dass die Wahlbeteiligung jetzt am Sonntag, das ist natürlich ein, also der letzte Warnschuss noch, dass da tatsächlich die Demokratie nicht gut funktioniert in diesem Sinne. Und trotzdem gibt es die Institutionen, die wir mit Leben füllen müssen. Und dafür irgendwie so die Ideen zu entwickeln, glaube ich, die müssen über Heldinnen, die uns das irgendwie vormachen, hinausgehen. Das müssen wir wirklich, da bleibt uns nichts, als auch in den Niederungen uns permanent zu bewegen. Heldinnen auf allen Ebenen. Herr Krahl, abschließend, bevor wir dann sozusagen diesen aufgenommenen öffentlichen Teil beenden, in Ihrer Demokratievorstellung aus der Kultur heraus, wen wünschen Sie sich oder welches Heldenbild wünschen Sie sich da für die Jugend in der Zukunft? Ich würde mal sagen, ein reflektiertes. Also wenn ich da auch gerade Herrn Thomae nochmal widersprechen darf, es geht nicht darum, Helden generell zu demontieren. Aber es geht darum, sie zu hinterfragen. Und wenn man der Meinung ist, dass man sie demontieren muss, dann darf man das auch tun, finde ich. Ich denke, als Heldenbild für die Jugend, was ich mir wünschen würde, ist ein demokratisches, etwas, wo die Jugendlichen merken, es ist Teil von ihnen. Es ist nicht abgehoben, es ist nicht weit weg, sondern es ist ganz konkret. Und wenn es eine Greta Thunberg ist und sie mich auf die Straße bringt und mit anderen Menschen zusammenbringt, dann ist es gut. Ja, vielen Dank an Dieter Thomae, Franziska Martensen und Peter Adrian Krahl. Vielen Dank, dass Sie so energetisch und reflektiert und bestimmt motivierend für alle, die jetzt weiter zum Thema Heldinnen arbeiten wollen, diese Time to Talk Ausgabe mitgestaltet haben. Vielen Dank für Ihre Beiträge und wir werden sehen, welche Heldinnen wir in Zukunft noch so zu sehen, zu hören bekommen werden. Vielen Dank.